Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, ja, hier ist nicht so viel los, ne? Sonja hat schon gemeint, da wird wahrscheinlich später mal ausgebaut. Davon bin ich ja auch rausgegangen. Da ist noch viel hinzuzufügen. Sonst habt ihr mir ziemlich viel erzählt, was es da in der Westernstadt noch so gibt. Noch zu erreichen. Oh. Okay, das sind so jetzt welche, die würde ich eigentlich nicht so viel brauchen, ne? Da oben. Gut, also Radio Station. Sind jetzt nicht so freundlich anscheinend. Aber muss ja auch nicht sein. Besonders ist er total wolfverseucht. Ich weiß jetzt nicht, was das hier jemand. Ich steige mal kurz aus. Da könnte ich jetzt hier noch hinfahren. Gibt es da so ein Häuschen am See? Wollen wir da mal? Vielleicht gibt es da einen Staudamm oder so. Ich hab ja hier einen Truck, ne? Da müsste ja geländemäßig da voll gut abgehen, oder was? Ja. Also, wir sind ja hier, müssen ja Sprit sparen. Ne? Müssen ja total Sprit sparen. Oh, schön, schön, schön. So, muss ich vorsichtig hier sein? Ich glaube nicht so. Ein bisschen was noch sammeln, besonders auch noch Steine. Für irgendwas habe ich ja die Steine noch gebraucht. Ich glaube, da ist eine drin. Das hier eigentlich eine Hütte, die man so selber nehmen kann? Kann wohl. Oh. Naja, die Schere brauchen wir nicht. Davon haben wir hier noch eigentlich. Gut, das ist hier schon mal okay, was man hier so wegfindet. Ah, ich will nicht schon wieder eine Autobatterie haben. Warum gibt es denn überall Autobatterien? Ja, aber nur, weil meins kaputt ist. Jetzt habe ich schon eins, ne? Oh, ist der andere besser? Jo. Dann können wir wenigstens mal aussortieren, ne? Sollte man hier mal ein bisschen gucken. Pfandflaschen, klar, ne? Seit ich ja hier die fette Kiste habe, ist das natürlich auch kein Problem für mich. Moin! Was machst denn du da? Und wir sind fertig. Wir haben es echt fertig gebracht. Alles zu nehmen, was wir brauchen. Du bleibst da hinten jetzt natürlich? Cool. Ehrlich gesagt, oh Gott. Dir da einen wegchillst. Nimm erstmal wie gewohnt alles. Und danach dann schmeiß ich weg, weil ich nicht mehr so brauche. Also ich nehme das hier jetzt diesmal auch mit. Also alle doppelt bei mir. Also weder ich habe eine Version, die total fehlerhaft ist. Oder ich habe eine Version, die total fehlerhaft ist. Also irgendwas stimmt hier immer nicht, ne? Kann man so viel mitnehmen. Okay. Nehmen wir auch gerne, ne? Dann mal, ich eigentlich meine Schrotflinte wieder gekriegt. Gut, dann bitte die denn eigentlich rum. Ich glaube, so haben wir alles jetzt gekriegt, was wir wollten. Außer dem Bär. Meinst du, den kriegen wir down, den Bär? Ich weiß ja nicht, ob wir den so einfach umnatzen können, ne? Ein bisschen Salze. Was haben wir denn hier noch eigentlich?
Hier können wir auch die Firewood mit reinmachen. Die können wir ja nicht aufeinander stacken, obwohl das ein bisschen Schwachsinn ist, weil ich könnte es ja umfüllen, ne? Aber geht wohl nicht so einfach, das umfüllen. Okay, ja, lass jetzt halt, mein Junge. So, ja. Bleistift und eine Sprühhitze. Combat, Combat. Ne, das geht. Ich verstehe diese Fehler nicht, ne? Ich verstehe beim besten Willen diese Fehler nicht. Aber wir haben richtig gut Holz gesammelt. Was mich ja freut, weil ich ja jetzt damit. Ich nehme mal Benzin mit. Sondern die jammert ihr wieder, ne? Weil ich das ja für das Haus auch brauche, ne? Und bei denen auch. Danach will ich mal hier Ellos braunen Berus da hinten besuchen, ne? So, aber jetzt habe ich ja genug Ersatz. Kann ich, will ich die noch hauen? Wo ist denn eigentlich mein Sledgehammer? Also ich glaube, denn irgendwann muss ich da wieder hin, ne? Da liegt ja noch einiges von mir rum anscheinend. Erstmal hier rein. Okay, dann schimmern wir eine Runde. Stimmt, war das jetzt sehr, sehr mutig hier rinzufahren? Also wir sind über dem Fluss und dann rechts. Hier sind wir jetzt. Dann gibt es da oben denn noch was. Das wollen wir dann natürlich auch mal untersuchen. Irgendwann mal. So ein bisschen Clay nehmen wir mit. Er weiß ja nicht, ob ich irgendwann mal eine große Pfandflascherei mache. Oh, sieht fast so aus. Ich weiß gar nicht, so viel Lashings. Nee, Set wäre ganz nice. Da hinten. Achso, auf den können wir nicht hoch, oder? Ey, da ist ein Combat-Messer oben. Ihr Schweine. Hello? Aber hier war ich doch mal, oder? Ja, ein bisschen bekannt vor hier. Na, mache ich denn jetzt den gleichen? Ja. Aber lieber haben statt missen. Und bin mal gespannt, was da ganz oben ist. Ich glaube, da gibt es nur. Oh, ich habe geile Boots. Hatte ich die schon? Ach, die habe ich ja schon. Dann brauche ich die nicht doppelt mitnehmen. Ich glaube, jeder hat ewig alte Zeug, aber naja. Oh yeah, genau deswegen. Okay, ich weiß zwar nicht, wie ich sitze, aber. Oha. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich auch mal ganz schön. Solange mich jetzt so keiner angreift hier.
das ist ein Schweinchen da. Guck mal, die haben hier mein Auto hingeschleppt. Ah, hier ist eine Strille. War ich hier auch schon mal? Hier ist ja gar nichts. Nichts drauf, nichts drin. Also ich weiß, dass ich schon an Türmchen war, aber welche ich jetzt insgesamt besucht habe. Weiß ich so aus dem Kopf auch nicht mehr. Und kann sie auch nicht alles merken, ne? Wir gehen mal jetzt nach oben. Boah, hier ist ja gar nichts. Nee, war ich hier schon? Und das können wir nicht moven? Das hätte ich ja gerne mitgenommen, ne? Das Regal hier. Echt nicht moven. Ja, dann war ich ja hier schon mal. So, und wenn ich jetzt sage, wir sind hier rüber und hier nach oben, dann war es das ja hier schon. Jetzt kommen wir ja eigentlich nur noch den Weg zurück. Und dann kommen wir ja an unserem Punkt. Na, ist ja, so am Anfang wird die Karte ja extrem groß, aber ich muss ja jetzt im Umkehrschluss sagen, nö. Ist denn doch nicht. Da ist noch eine Säge, okay. Kann. Also. Hätte ich bestimmt letzte Mal gar nicht mitgenommen, weil ich dachte, ich brauchte das nicht. Ja, ich würde dann sagen, okay. Dann können wir aber für den Rest des Tages. Achso. Ja, ja, ist okay. Noch am Häuschen bauen. Ja, und dann haben wir Thema. Boah. Thema Osterkundung. Abgeschlossen. Ja, ganz klar mal so sagen, ne? Zumindest wissen wir, was es da so gibt. Da gibt es unten natürlich noch die Hunting Area. Zeige ich euch gleich auf dem Ding. Ich weiß schon, warum ich euch nicht mag. Wir könnten mal eigentlich noch ein paar Steine sammeln, so aus guter Laune raus. Ach, trautes Heim. Glück für mich. Ist das schön, wieder hier zu sein. Ein paar Flaschen hatte ich noch. Einzutüdern. So. Naja, wollte schon sagen, jetzt kommt er hier nicht, oder? So. Das haben wir. Wolken, der Ding macht der Feuerholz. Das habe ich halt weggesammelt, ne? Mein Feuerzeug selber. Ah, ist noch 100% gefüllt. Das ist ja gut. Dann müssten wir aber beide mal überlegen, wieder einen Schrank zu bauen. Weil mir ja echt Platz fehlt, ne? Also richtig viel Platz. Na, jetzt bin ich hier hinten. Bräuchte ich ein Hämmerchen. Da könnte man auch, nämlich auch die Steine reinmachen. Hammer wird echt knapp, ne? 17 Uhr. Das geht noch halbwegs. Also hier bräuchte ich noch 3 Loks denn, um das fertigzustellen. Ja, ist okay. Ja, willst du hier nicht rüber? Okay, danke. Hier ist ja die... Okay.
Und hier noch ein Zahnrad oder was? Okay. Ja, da fehlt noch einiges. Eigentlich müsste ich einlagern jetzt ohne Ende. Oder ich stelle mir jetzt noch schnell einen Spind her. Noch ein. Einfach so, weil ich es immer so mag, die Spinde herzustellen. Wie so ein Hobby von mir. Cool. Wie spät? Jo. Eigentlich schon spät, ne? Eigentlich schon sehr spät. Wir haben doch einen Wassereimer mit. Ach nee, haben wir das nicht schon gemacht? Denn? Ja, das haben wir doch gemacht. Ja, boah, schön, 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 schön. Schön, 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 schön. So, ein Haufen Klee, ein Haufen anderen Misty Kaki. Besonders um ein Nähset. Ne? Man darf ja nie unterschätzen, wie wichtig so ein Nähset ist. Ne? Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist sehr, sehr wichtig. Aber dann kann ich ja auch. Ach nee, die Destille soll ja hier gebaut werden. Da fehlen wirklich nur noch Steine. Wollen wir noch ein paar Steine sammeln? Jetzt, wo ich so fleißig unterwegs bin. Guck mal, hier haben wir schon mal einen Number One. Ich weiß gar nicht, wie viel haben gefehlt. 6 Stück? Okay, mal. Jetzt ja nur noch 3 anscheinend. Ja, die Feder kann ich auch mal. Federn sind ja jetzt nicht so oft. Guck mal hier, Steine ist doch jetzt fertig schon. Oder? Kann ich hier noch einen mehr auf Reserve legen? Ah, das Baum, was soll der Geiz? Lege ich mir 2 auf Reserve, als ich mal hier so ein Steinhaus bauen möchte. Das ist jetzt schon mal ein bisschen vorteilhaft, da ein paar zu haben. So, 20 Minuten noch. Ach du Scheiße. So, ja. Boah, 10 Liter Wasser brauche ich für ein Bows? Boah. Ey, da muss ich ja Eimer und Eimer und noch einen Eimer nehmen. Lass uns mal ein paar Eimer bauen. Buckets. Okay. Ja. Da würde ich ja gerne 3, 4 Eimer bauen. Nö. Aber das können wir da unten reinmachen, glaube ich. Das Feuerholz können wir eigentlich hier reinmachen, ne? Wo ist denn das? Da. Clap your hands. Clap your hands. Ja, oder Heuler. Verdammt, und Heuler. Hier. Achso. Die Schweine da am. Am Rumeiern. Dann gucken wir gleich mal. Ich würde das erstmal hier bauen. Mindestens 2. Erstmal nur 1. Oh, ich habe jetzt Angst, dass es gleich Nacht ist. Nee, wir machen das nicht. Nee, wir gehen pennen. In der Nacht das zu machen, das, da ich jetzt nicht so richtig viel Bock. Man kriegt ja eh wieder auf den Kopf, ne? Hätte ich eigentlich eine schöne Mütze? Ich habe gar keine schöne Mütze. Wo ist die denn? Ach, da. Wow. Wow. Wow, ist das schön, ne? So. Ja, der braucht ja nicht so müde finden. Irgendwie immer 3:30 werden wir wach. Warum auch immer. Fühle mich wohler. Habe ich jetzt noch was zu essen? Ja. Also erst essen, dann trinken.
Ganz wichtig, Jungs und Mädels. Aber so haben wir jetzt ja nichts zu trinken, ne? Aber Muioni haben. Weil wir haben ja irgendwo hier ein Kanister. Hat er den hier gehabt? Den halt nicht hier. Obwohl, ich kann ja auch erstmal das hier essen. Dann ist ja wenigstens ist mit dem Durst ein bisschen erledigt, das Thema. Das Themachen. Ja, eigentlich. Okay. So. Ja, wir können uns natürlich auch pfeilmäßig und sowas, ne, ganz neu aufstellen. So. Wir könnten den Pfeil und Bogen hier erstmal reinmachen. So, dann haben wir ja ein bisschen Munition von irgendwas gefunden. So, zack. Ach, siehste, das will er nämlich dann nicht. Und dass wir sagen, hier den Krempel erstmal da raus, aber dafür die Munition hier richtig schön reingeballert. Hier bei den neuen, da können wir erstmal über Überlebenscrap-Reste reinmachen. Weil die bei ihnen nicht so wissen, wohin damit, ne? So, hier haben wir ja sowas noch wie Autobatterien. Und auch was zu trinken. Und hier haben wir Wert. Grundsachen. Den will ich eigentlich behalten. Ich will eigentlich... Oh, den kann man mitnehmen. Der kann ja hier noch rein. Den drüben noch ein bisschen bauen gehen, ne? Und mir... Aber das ist ja ganz clever, Sioni. Weil wenn ich jetzt da drüben bauen gehe... Dann können wir ja gleich, das hier alles mitnehmen, wenn das geht. Boah, 86. Dann nehme ich meine Säge. Ach nee, ich habe eine Säge bei. Dann gehen wir rüber, weil dann können wir nämlich gleich, also erstmal hier noch zwei Eimer herstellen, ne? Zack, zack. Die können wir ja, außer wenn Nebel kommt, dann wäre natürlich ungünstig, aber sonst so. Ist das eine gute Sache, ne? Die jetzt bei? Sehr schön. Und jetzt nehme ich hier Wasser und Wasser mit, denn gleich. Ja, ein bisschen wirtschaftlich hier aufforsten, ne? Besonders eben auch hier drüben. An meinen Strand der guten Laune. Wir können ja auch schnell gucken, ob man einen Sledgehammer wieder gibt. Ich habe ja meinen verloren, aber ich glaube nicht, ne? So schnell wächst es da nicht nach, ne? Oh, 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 wie fahren sie denn? Lieber Herr Gesangsverein. Ich muss sagen, dass hier mit meiner Strecke das nicht so allzu schön ist, ne? Also ich habe ja Benzin, aber ich muss das natürlich jetzt hier nicht auch übertreiben, ne? Oh, ich habe Durst. Okay. 30 Sticks brauchen wir. Boah, das ist ja schon nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, ich habe jetzt... Achso, außer mein Fressen hier, das eine... echt nichts bei gehabt, ne? Ich hätte natürlich auch ein bisschen Alkohol noch saufen können, aber gut, das wollen wir jetzt nicht. So, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich werde jetzt, glaube ich, reinklatschen, die Teile. Und dann werden wir mal nach einem Sledgehammer noch suchen, ne? Vielleicht finden wir ja noch einen da hinten wieder. Und wenn nicht, dann geht es dann bald Richtung Westen, denn. Ja? Sind wir mal gespannt. Bis dann, ciao.